glaube, was heute in dieser Veranstaltung zu der Frühförderung Konsens war, ist, dass Bund, kantonale Ebene und kommunale Ebene zusammen auch mit der Wirtschaft müssen zusammenarbeiten, für dass man in der Frühförderung, die ganz wichtig ist, einen grossen Schritt vorwärts kommt. Auf der einen Seite haben wir Referat gehabt, und zwar vom Heinz Altdorfer, der die UNESCO-Kommission leitet. Wir haben auch eine Vertretung vom Schweizerischen Gemeindeverband, der hat eine Studie vorgestellt, die zeigt, wie die Situation in der Frühförderung ist in den kleinen und mittleren Gemeinden, also bis zu 10'000 Einwohner. Und wir hatten ein Panel mit politischen Vertretungen, mit Matthias Ebischer, mit Rosmarie Quadranti und mit Laurent Werli. Und am Schluss nachher noch also ein Fazit, das der Nationalrat Kurt Fluri, der Präsident ist, vom Städteverband nachher gezogen hat.